Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich über einen herausragenden Deutschen Kasachstans, einem einzigartigen Schriftsteller berichten, Gerold Belger, der einen großen Beitrag zur Entwicklung der Literatur in Kasachstans geleistet hat. Gerold Belger war ein kasachstanischer Übersetzer, Prosaist, Publizist und Literaturwissenschaftler. Er übersetzte Klassiker der kasachischen Literatur ins Russische und machte sich einen Namen als Autor zahlreicher Romane, Erzählungen und literaturkritischer Werke. Belger bewegte sich bei seiner Arbeit zwischen drei Kulturen, der kasachischen, der russischen und der deutschen, und veröffentlichte 7 bis 8 Bücher pro Jahr. Im Mittelpunkt seiner Werke standen der historische Weg und die Stellung der Russlanddeutschen sowie ihrer nationalen Literatur in der Gegenwart. Gerold Belger wurde am 28. Oktober 1934 in Engels in der Region Saratow in einer Familie von Wolgadeutschen geboren. Im Jahr 1941 wurde er auf Befehl Stalins nach Kasachstan in ein kasachisches Aul deportiert, weil er ein ethnischer Deutscher war. Hier erlernte Gerold Belger perfekt die kasachische Sprache. Er wuchs im Dorf auf und besuchte ein kasachisches Gymnasium. Dann studierte er an der Philologischen Fakultät des Kasachischen Pädagogischen Instituts in Almaty. Seit 6. Klasse schrieb und veröffentlichte er seine Gedichte und Notizen in der Schule und in Regionalzeitungen. Nach dem Abschluss arbeitete er als Lehrer für russische Sprache und danach in Literaturzeitschrift Judis. Seit 1964 war er Prosaschriftsteller, Übersetzer und Kritiker, und seit 1971 war er ein Mitglied der Union der Schriftsteller Kasachstans. Belger war schon immer ein aktiver Sozialarbeiter, Mitglied aller Arten von Kollegien, Räten, Ausschüssen und Kommissionen. Geehrt wurde er mit vielen öffentlichen, literarischen und journalistischen Auszeichnungen. Er wurde zu einem verdienten Kulturarbeiter Kasachstans, der einen großen Beitrag zur Entwicklung des geistigen und intellektuellen Potenzials der Republik geleistet hat. 1992 verlieh damaligen kasachischer Präsident Nursultan Nazarbayev Gerold Belger den Friedens- und Zustimmungspreis. Belger interessiert sich immer für das nationale Leben der Deutschen in der UdSSR und unterstützt alle Initiativen des Volkes. Er führte einen aktiven Kampf für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und des guten Namens der Sowjetdeutschen. Das heutige Leben der Deutschen in Kasachstan und die Arbeit der öffentlichen Stiftung Wiedergeburt zeugen davon, dass man sich hier an Gerold Belger erinnert. So hat Belger mit Hilfe seiner Werke einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der nationalen Identität der Deutschen in Kasachstan sowie zum Wohlstand der Literatur und Kultur des kasachischen Volkes und zur dynamischen Entwicklung der kasachischen Sprache geleistet. Die Buchreihe Die berühmte Deutsche Kasachstans wurde kürzlich veröffentlicht und das erste Buch war Gerold Karlovich Belger gewidmet. Auf diese Weise wird sein Beitrag nicht vergessen und die Erinnerung an ihn lebt in unseren Herzen. Gerold Karlovich Belger starb am 7. Februar 2015 im Alter von 81 Jahren.